Und da sind wir wieder. Hier in der Welt von Bioshock. Oh. Und da ist noch was. Also, mal schauen. Da ist mal wieder eine Liege hier im Medical Pavilion. Cure All. Ah, gemäß hier. Hat sich ja. Sehr beruhigend. Verdammt. Und da sehen wir jetzt auch da oben. Das ist nämlich einer der Tun. Das ist ein Auto-Hacker, aber mir ist noch leid, also richtig. Da sind schöne Zeitfehler. Auch länger. Werdet ihr gleich sehen. Egal. Ihr seht ja, wie schnell das hier durchgeht und dann vielleicht hier langsamer durch. Es gibt auch noch einen anderen. Seht? Es klappt. Schön. So, jetzt arbeitet das Ding für uns. Also, wenn hier irgendwie der Drecksack kommt. Okay, das sieht schon mal nicht gut aus. Im Theater schenkt man einer Frau mehr Aufmerksamkeit. Ja, wir sind aber nicht im Theater. Sorry. Schätzchen, bist du da? Hat der Fenster kaputt geschossen. Eiskalt. Ich dachte, da... Ja, da ist er jemand. Okay. Ein ziemlich großer Dollarschein. Mit 17 Dollar. Wäre auch zu einfach gewesen. Sicherheit. Man weiß hier nie besonders, wo das Licht hier so flach klärt. Ich kann untersuchen und Kampftonika. Kampftonika. Ranch Job. Oh, das werden wir auch noch später haben, sozusagen. So, wenn wir es wieder sehen. Dann machen wir das direkt mal rein. Das heißt, ja, und jetzt ist er dazu. So. Gucken, da geht's uns nirgends rüber. Ich war auf dem Weg zum Ruhm! Und dann dieser Abend. Ja, du warst auf dem Weg zum Mond. So siehst du auch aus. Wir können das Ding auch einfach kaputt hauen. Weil ich glaube nicht, dass hier noch was herkommt. Welche Person? Das untere bräuchten wir eigentlich. Panzer brechen, das war cool. Okay. Hier kann man, glaube ich, mit irgendeiner Zitzdorfe dran, wo ich glaube, das war X oder Y. Ich habe eine Idee, mach mal das mal wieder so. Wegen dem Tresor da. Ein bisschen Ruhe, Hexe. Okay, verdammt. Geht. Da lag etwas, was war das?
dir gefallen ist. Hm, das ist ja seltsam. Okay, dann will ich endlich mal den Zweck hacken. Ach, ich glaube, der wird schwerer, aber ja, na, scheiß raus. Oh, 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 oh. Scheiße, 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 das geht. Na, Hose. Ich hab keinen Wort weg. Ja, schon gar keinen Kursstoß, ich kriege auch einen Kursstoß. So einfach geht das. Ohne jetzt großartig irgendwelche Skills oder so zu haben. Wenn man genug Geld hat. Schon ein bisschen verrückt, aber natürlich nicht. Wirklich willkommen hier aus. Okay, tut es generell nicht, aber irgendwie sieht das hier so frei und offen aus, falls ihr versteht, was ich meine. Ja, ja. Oh fuck. Oh fuck. Scheiße, hinter mir. Finger weg von mir! Hier geht's aber. Okay. Irgendwie habe ich schon mit sowas gerechnet. Sah so offensichtlich aus. Aber hey, wir haben Schrot. Aus, wenn man es hier mal so nicht betrachtet. Interpretieren drauf. Gehen wir zur Waffe. Oder da. Dann geht das, ne? Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind, die Deutschen. Die konnten nur an eins denken, an blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. Okay. Was ist das jetzt? Scheiße. Der hat eh nichts. Was ist das? Ich finde das hier cool. Diese Aussicht einfach nach draußen. Was da alles so ist und so. Also das finde ich echt einfach. Und die Musik passt auch drauf. Und hier ist ein Zweck. Ich bin gerade ziemlich froh, diese Dinger zu kommen. You know, the best things in life. Hey, and the stars, klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde, Montaigne Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese-Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Su Shong ist ein kleiner Kakasak, sag ich noch. Werdet ihr noch herausfinden, auf jeden Fall. Neues Plasmid, Telekinese. In sich hochfahren. Ja, nein, habt ihr dann der Werbung?
Was muss man sonst noch mit? Ersetzte Plasmide. Ersetzte Plasmide können mal neu aufgenommen werden. Wir sind doch bei einem Gatherer's Guard. Jetzt würde ich mir doch gleich mal einen freischalten. Also Frecker. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Evolve Today. Halte linke Maustaste gedrückt, um Objekte zu greifen. Lasse linke Maustaste los, um sie zu werfen. Oder drücke V, um sie fallen zu lassen. Oh, V, da muss ich anpassen. Das denken wir ja schon eigentlich. Halte linke Maustaste gedrückt, um Granaten oder Tennisbälle zu werfen. Okay. Ja, wir haben es ja schon. Ich bin an einem Garbage Garden. Ja, der macht aber anscheinend nichts mehr. Okay. Hey. Brauche ich hier keinen? Oh. Okay. Wieso nicht? Rapture, oh. Sponsored von Kick the Killie. Hey, das ist nicht schön. Das wollen wir nicht. Ist hier bleiben? Die Tür irgendwie nicht offen. Sieht hier ziemlich böse aus. Chamber. Wie viel haben wir denn erkundet? Okay. Fehlt uns aber noch was. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich werde noch nicht damit kommen. Ich wollte nur sicher. Ja, das eine habe ich gesehen. Tenenbaum. Manchmal tut mir diese arme Irre leid. So wenig Vorstellungskraft. Sie ist zufrieden mit ihren Tanks voller Adam. Sie verbessert, justiert und optimiert nur. Ich muss Dinge erschaffen. Adam ist die Leinwand der genetischen Modifikation. Plasmide sind die Farbe. Ja, Plasmide sind die Farbe, okay. Tempo-Hacker. Reduziert die Fließgeschwindigkeit beim Hacken, kurz gesagt, das Wasser fließt langsamer. Wieso auch immer die alle mit Wasser funktionieren. Das ist Steampunk-mäßig. Guck mal, du hast doch was im Gesicht. Das war, glaube ich, ein Motto-Hacker. Oh, habe ich dir gerade so ein bisschen Wodka getrunken aus Versehen?
Ah, das war sich viel zu falsch und ich trinke aus Versehen Wodka. Ah, da ist eine Vita-Stange. Schön. So. Gucken wir mal in der nächsten Folge, ob wir denn da reinkommen können. Also, bis dann. Wow, das ist ja mal cool, dass die echt so kleine Minispiele, kann man ja schon fast sagen, wie eben dieses Tennis, da echt reingebracht haben. Also, das finde ich schon echt cool. Ich hoffe, dass es noch mehr von sowas gibt. Aber, nun ja, wir werden es ja sehen in den nächsten Folgen. Bis dahin.